Jo Leute, was geht ab? Wir reagieren heute mal wieder auf ein neues Video hier auf diesem Channel. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Video da. Und ja, wir haben auch gestreamt oder streamen noch. Ich weiß nicht genau, wenn das Video online kommt. Wahrscheinlich 13 oder gerade jetzt, wenn wir streamen. Also ich werde auf jeden Fall den Hinweis reingeben, 14 Uhr Stream. Falls ihr ihn verpasst habt, nicht so schlimm. Unter der Woche werden auf jeden Fall auch ein paar Stream-Highlights hochkommen. Ja, und wir reagieren heute auf die außergewöhnlichsten Städte der Welt von Wissenswert. Wie immer. Nein, Spaß, also wir reagieren natürlich auf verschiedene Sachen. Aber ist schon eine ziemlich coole Sache und es ist wirklich ziemlich außergewöhnlich. Also ich würde mich extrem freuen, falls ihr neu seid, dass ihr auch gerne ein Abo da lasst, dass ihr gerne ein Däumchen oben da lasst und auch gerne auf Insta und TikTok vorbeischaut. Links sind wie immer alle unten in der Bio drin zum Nachgucken. Auch oben die Playlist. Also, und schaut auch gerne auf Insta und TikTok, weil vielen, vielen Dank und los geht's. Where are we? We are Sol, Mata, Waka, Tangi, Hanga. What the fuck? Wie riesig? Wir ersparen euch jetzt mal die wie lange das ist? 20 wie viele Sekunden, in denen allein wie viele Stöcke dieses Teil hat. Den Ortsnamen der Welt vorzulesen. Der längste Ortsname der Welt. In unserem Video heute geht es zwar auch um Orte, die extrem ungewöhnlich sind, aber nicht nur auf nicht Pripyat. Sondern weil sie an sich einfach nur absolut verrückt und kurios sind. Es erwarten euch unter anderem eine Stadt, in der man nie das Haus verlassen sollte. What the fuck? Unheimliche Geisterstädte. Erinnern wir uns ein bisschen teilweise an die aktuellen Gegebenheiten. Nicht mal Kleidung erlaubt ist. Also legen wir die direkt los. Beginnen wir mit einer Stadt, die 9-mal so groß wie Berlin ist, aber wie... Ich glaube, ich will es von dir reden. 9-mal so groß. Ich glaube, das ist Xinjiang. Ich habe mir nämlich mal ein Video drüber angeguckt. Ausgestorben wirkt. Okay, Naypyidaw war eigentlich mal als neue Hauptstadt des südostasiatischen Landes Myanmar geplant und gebaut worden. Soll die Machthaber des diktatorischen Landes die Stadt im Jahr 2005 offiziell einweihten, gibt es dort auch alles, was man sich vorstellen kann. Warum sieht da keiner hin? Gebäude, eine 22-spurige Hauptstraße, 22? Museen, Golfplätze, Krankenhäuser, Stadien, Einkaufszentren, einen Zoo und sogar einen Safari. Park. Nur eine Sache fehlt, und zwar die Bewohner. Denn auch mehr als 15 Jahre nach ihrer Eröffnung sind gerade einmal 300.000 Menschen in der mehr als 7.000 Quadratkilometer großen Stadt. Obwohl eigentlich Platz für über 10 Millionen Einwohner da wäre. 10 Millionen Leute würden in die fucking Stadt passen und kein einziger... Okay, es waren 300.000 Leute wohnen dort. What the fuck? Nur zum Vergleich, in Berlin ist die Bevölkerungsdichte 25 mal höher. Und so wirkt Naypyidaw wirklich wie ausgestorben. Spaziergänge auf der riesigen Autobahn sind hier zum Beispiel kein Problem. Und auch bei den Shows im Vergnügungspark muss wohl niemand Schlange stehen. Während es im Rest des Landes für viele Menschen nicht einmal Strom oder fließendes Wasser gibt, ist in Naypyidaw sogar fast überall auch kostenloses WLAN verfügbar. Warum zieht denn kein Mensch hin? Sind die Mieten so hoch? Der Grund, warum fast niemand in der Stadt lebt, sind die Mieten, die für die meisten Menschen in Myanmar immer noch deutlich zu hoch sind. Und so wird die moderne Stadt langsam wieder aussterben. Weiter geht's mit der Stadt Lancaster im Bundesstaat Pennsylvania. Hier leben die meisten Amish der Welt. Die Amish sind eine strenggläubige christliche Gemeinschaft, die noch so leben wie das vor Rad. 250 Jahren. Das bedeutet kein Strom, kein Auto, kein Smartphone und jede Menge strenge Regeln. Und Pferde. Verbringen die männlichen Amish nämlich mit harter landwirtschaftlicher Arbeit, während die Frauen sich um den Haushalt und die Kinder kümmern. 1940 oder so ist das gefühlt 1940. Man müssen Hilfsmittel, also Waschmaschinen oder Elektroherde gibt es hierbei nicht. Auch moderne Kleidung wie T-Shirts oder Jeans sind nicht erlaubt. Und für jedes Kleidungsstück gibt es festgeschriebene Regeln, an die sich alle halten müssen. Besonders gläubige Amish lehnen sogar Knöpfe oder Reißverschlüsse ab, während alle Männer zudem auch noch... Sie lehnen Knöpfe oder Reißverschlüsse ab? What the fuck? Einen Bart haben müssen, der allerdings wiederum kein Schnurrbart sein darf, müssen Frauen hingegen ihre Haare bedeckt halten. Einmal in ihrem Leben dürfen die Amish als Jugendliche dann ihre Gemeinde verlassen und können endlich alles ausprobieren, was für andere Menschen völlig normal ist. So gehen sie dann zum Beispiel das erste Mal ins Kino oder auf Partys und probieren Alkohol. Wenn die Jugendlichen dann nach dieser wilden Zeit aber nicht wieder komplett in ihr altes Leben zurückkehren wollen, werden sie von
von der Gemeinde verstoßen. Kann eigentlich nichts Besseres passieren. Und ihre eigenen Familien brechen den Kontakt oft vollkommen ab. Ja, aber das ist, kommen wir nun zu einer Ortschaft, die eigentlich sehr unspektakulär aussieht. Wie in den meisten Orten in Deutschland gibt es dort nämlich einen Kirchturm, eine Imbissbude und gelegentlich auch mal eine schwarz-rot-goldene Flagge im Garten. Trotzdem ist dieser Ort einer der spektakulärsten in unserer Liste. Okay. Er ist nämlich gar nicht in Deutschland oder generell in Europa. Der ist in Korea. Die Stadt befindet sich nämlich im über 8000 Kilometer entfernten Südkorea. Die kleine Ortschaft mit dem Namen Dogil-Maul, was übersetzt einfach deutsches Dorf heißt, wurde vor über 20 Jahren vom Bürgermeister des Landkreises erbaut. Der Bürgermeister war damals nämlich in Deutschland zu Besuch und traf dort koreanische Gastarbeiter, die gerne wieder zurück in ihre Heimat wollten, aber nicht auf die deutsche Lebensart verzichten konnten. Nein! Diesen ungewöhnlichen Wunsch erfüllte ihnen der Bürgermeister auch. Und zwar, indem er ihn in Deutschland einfach nach Korea brachte. Was? Und nebenbei auch als Touristenattraktion entstand schließlich das deutsche Dorf in Südkorea. Nein. Einmal im Jahr wird hier sogar mit tausenden Besuchern ein Oktoberfest mit Bier und Weißwurst gefeiert. Das kann sich nicht. Touristen übrigens, dass die Häuser des Dorfes unbewohnt sind. Genau deshalb haben viele Dorfbewohner mittlerweile sogar typisch deutsche Rasen betreten Verbotenschilder aufgestellt. Weiter geht's mit einer Stadt in Frankreich, in der es ungewohnt freizügig zugeht. In Cap d'Agers laufen nämlich tatsächlich alle Menschen vollkommen unbekleidet umher. Und das nicht nur etwa am Strand, sondern tatsächlich überall. Als Anfang der 70er Jahre nämlich die Touristenviertel der Stadt geplant wurden, 70er Jahre natürlich, die Verantwortlichen dazu, einen 120 Hektar großen Bereich komplett als FKK-Ort einzurichten. Das als Village Naturist bekannte Areal besteht aus Häusern, Hotels, Garten- und Grünanlagen, einem Campingplatz und einem Strand. Trotzdem gibt es auch ganz normale Ämter, Restaurants und sogar Dinge wie Friseure, Bars und Supermärkte, in die man einfach komplett unbekleidet reinspazieren kann. Im warmen Sommer wohnen hier etwa 40.000 Menschen und gehen ganz normal ihrem Alltag nach, Leute, ohne die Kleidung. Kommen wir nun zu einer Stadt, deren Konzept schon fast traumhaft klingt. In Huaxi. Alter, was ist das für ein cooler Turm, Mann? Der ist ja mega nice, also wirklich. Ist nämlich alles gratis. Tatsächlich müssen die Einwohner hier für überhaupt nichts bezahlen. Bis in die 1960er Jahre war der Ort eigentlich noch sehr verarmt. Aber als der Bürgermeister dann beschloss, dass alle Stadtbewohner zu Mitinhabern der örtlichen Industrie werden sollten, ging es steil bergauf und der Wohlstand der Bevölkerung explodierte regelrecht. Zusätzlich zu ihren Löhnen bekamen die Einwohner nun nämlich Fernseher, Reisen und Autos geschenkt. Und schon bald konnte fast jeder in eine riesige Luxusvilla ziehen. Selbst für diese Villen muss niemand Miete bezahlen. Was? Dass man für Dinge wie Bildung und medizinische Versorgung nichts zahlen muss, klingt da fast schon selbstverständlich. Einen großen Haken hat die Gratisstadt aber. Wenn man aus ihr wegzieht, muss man nämlich seinen ganzen Besitz dort lassen und darf nichts mitnehmen. Kommen wir nun vom Luxus. Das ist doch irgendwie klar, gehört auch nichts theoretisch hier. Los Cabos in Mexiko ist nämlich offiziell die gefährlichste Stadt der Welt. Obwohl Los Cabos Mafia, als aufstrebender Tourismusort gilt, sollte man hier besser keinen Urlaub machen. Im Rauschmittelhandel, der in Mexiko seit Jahrzehnten floriert, ist Los Cabos ein beliebter Umschlagplatz. Allein innerhalb der letzten paar Jahre schnellte die Mordrate hier um über 500% nach oben. Und rivalisierende Banden organisierter Krimineller liefern sich hier tagtäglich Kämpfe. Tatsächlich vergeht mittlerweile kein einziger Tag mehr, an dem nicht jemand sein Leben in solchen Konflikten verliert. Alter. Das Leben in dem Ort ist daher anders als überall sonst. Kinder fahren beispielsweise mit gepanzerten Bussen zur Schule, viele Familien lassen ihre Grundstücke extra von Wachleuten patrouillieren und selbst am Strand sind immer Soldaten präsent. Fast jede Nacht gibt es Ausgangssperren und tatsächlich zogen in den letzten Jahrzehnten so viele Menschen aus der Stadt weg, dass der Bürgermeister von Los Cabos vor weggezogen, also das kann ich mir gut vorstellen. Alter, 500-fache Mordrate.
einiger Zeit erklärte, dass die Kriminellen nun endgültig die Stadt für sich gewonnen haben. Kommen wir nun zu einer Stadt, deren Name jeder kennt. Und zwar Singapur. Singapur gilt nicht nur als die sauberste Stadt der Welt, sondern gleichzeitig auch noch als die zweitsicherste Stadt der Welt. Im Vergleich mit Deutschland gibt es hier nämlich fünfmal weniger Kriminalität. Aber in diesem Video soll es vor allem um die unglaubliche Sauberkeit gehen. In Singapur sieht man nämlich nirgendwo Müll oder auch nur ein Kaugummi oder eine Zigarettenkippe auf dem Boden liegen. Auch Vandalismus oder Graffitis sind in der Stadt nirgendwo sichtbar. Um diese Sauberkeit zu gewährleisten, werden alle öffentlichen Wege täglich penibel geschrubbt. Und in der Stadtreinigung arbeiten 10-mal so viele Menschen wie in anderen Städten üblich. Außerdem lernen die Stadtbewohner von klein auf, sich rücksichtsvoll und sauber zu verhalten. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich erreicht Singapur diese extreme Sauberkeit nämlich auch durch harte Gesetze und Strafen. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln isst oder trinkt, muss hohe Geldbußen zahlen. Wer Müll wie Zigarettenkippen auf den Boden wirft, muss zusätzlich zur Geldstrafe auch noch Sozialarbeit leisten und eine auffällige Warnweste mit einer Aufschrift tragen, damit alle Bürger sehen, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat. Menschen, die Graffiti sprayen oder absichtlich etwas kaputt machen, werden sogar mit Haft oder Stockschlägen bestraft. Sogar das Kauen von Kaugummis war in der Stadt lange Zeit verboten. Diese dürfen zwar nun wieder gekauft werden, aber nur, wenn man beim Kauf ein ärztliches Rezept und seinen Personalausweis vorzeigt. Bei diesen strengen Regeln ist es also kein Wunder, dass Singapur die mit Abstand sauberste Stadt der Welt ist. Ja, warte mal, ich gehe mal kurz zum Doktor, hol mir ein Rezept, dass ich dann eine Kaugummi essen darf. What the fuck? Das war's nun auch schon mit unserem Video. Na, in welchen dieser Städte würdet ihr denn gerne mal einen Tag verbringen? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Ich würde sagen, alles eigentlich hat das koreanische Dorf, das deutsche Dorf in Korea gefickt, muss ich jetzt sagen. Also wirklich, das ist unfassbar. Aber auch die Sauberkeit in Singapur, natürlich, dass das nicht zu einem normalen, also dass das zu einem hohen Preis ist, ist natürlich klar, aber trotzdem, ja. Was ist euer Liebling? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Channel gerne, wie gesagt. Wir werden auch vorhin, werden wir schon reacted, später in 14 Uhr werden wir circa auch noch live gehen, also 14.15 Uhr geht der Stream los. Seid gerne dabei, abonniert den Channel, dafür gerne, macht doch gerne die Glocke weg und lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später beim Stream oder später nochmal zu einem Reaction-Video. Vorhin kam schon Formel 2, also seid ihr gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.